Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Innenstadtmagazins. Sie sehen es, wir sind heute wieder in einer neuen Location und dürfen heute mal den Weltladen vorstellen und uns hier ein bisschen breit machen. Ich freue mich ganz doll, dass wir hier sein dürfen. Herzlich willkommen an euch drei. Alles drei unmittelbare Anlieger des Marktes. Und ich würde direkt mal mit einer kleinen Vorstellungsrunde reinstarten. Und Jana, ich würde dir als allererste mal das Wort geben. Erzähl uns doch mal, wer bist du und zu welchem Geschäft gehörst du? Also ich gehöre zu dem Floristik-Fachgeschäft Floralis, das ist mein Baby. Mhm. Das habe ich aber schon 24 Jahre, das ist also schon erwachsen. Und mache das mit Leib und Seele, bin mit jeder Faser meines Körpers für die Menschen da, um ihnen halt mit meinen Arbeiten inklusive der Blumen Freude zu machen. Das ist einfach so mein Herzensanliegen, weil man schafft nicht mehr mit vielen Dingen den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Aber wenn man Blumen geschenkt bekommt, dann geht bei das jedem geht das Herz auf. Und das ist für mich eine ganz, ganz große Erfüllung, ganz wirklich. Ja, du machst das auch mit ganz viel Leidenschaft. Ja, absolut. Ne? Es ist jeden Morgen schön einzukaufen, Ware auszusuchen in den jeweiligen Zusammenstellungen, wie mir gerade der Sinn steht. Ich bin natürlich ein bisschen eigennützig, weil ich entscheide, was gekauft wird. Mhm. Ich versuche mich in der Saison zu orientieren. Natürlich müssen wir mal ein bisschen weiter voraus sein als der Garten jetzt gerade, weil dann, wenn im Garten die Üppigkeit da ist, dann ist es auf dem Wohnzimmertisch ein bisschen langweilig. Dann ist das nicht mehr so interessant. Und ja, dann ich selbst bin 51 Jahre alt und bin auch, sag ich mal, gerne in Güstrow. Mhm. Ich habe zwischenzeitlich Anfang der 90er Jahre bis 1997 7 Jahre in Lübeck gelebt mit meinem Mann. Und wir haben uns aber trotzdem entschieden, wieder nach Mecklenburg zurückzugehen, um hier, wie gesagt, den Leuten hier Freude zu machen. Zumindest ich. Mein Mann hat auch einen tollen Job erwischt, aber für mich ist es halt wirklich schön, meine Herzensliebe hier mit den Blumen in die Stadt zu bringen. Und es hat funktioniert. Ich habe ganz viele lange, lange, lange treue Kunden, die wirklich schon über Jahre kommen, seit meiner ersten Anstellungsarbeit. Das war in der Gliwiner Straße. Das war für anderthalb Jahre, bis ich meine Tochter bekommen habe. Und dann war unsere Tochter gerade 10 Monate alt. Und dann fiel die Entscheidung für dieses Geschäft nebenan. Und das ist nach wie vor... Ich liebe diese vier Wände. Es ist halt einfach mein Platz zum Arbeiten und zum Freude machen. Alles richtig gemacht. Ja, denke ich auch. Sehr schön. Ja. Ja, und ihr seid ja auch, oder du bist ja auch vis-à-vis von unserem heutigen Drehort hier vom Weltladen. Und Erika, ich gebe mal an dich als Nächste das Wort. Stell du dich mal auch einmal vor und erzähl uns mal, was ist der Weltladen und seit wann gibt es den eigentlich? Ja, mein Name ist Erika Maurer und ich bin schon seit Anfang an dabei. Wir haben mit 2012 den Weltladen gegründet, Weltladen e.V. Wir sind ein Verein. Also sind selbstständig für uns und sind gemeinnützig. Und unser Laden wird nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern betrieben. Auch ich bin ehrenamtlich. Alles, was hier passiert, liegt alles in der Ehrenamtsarbeit. Und das ist eigentlich eine schöne Arbeit, die ist wichtig, weil wir damit, denke ich mal, ganz, ganz vielen Menschen im globalen Süden auch Arbeit verschaffen und ihnen auch das Leben ermöglichen, also ein besseres Leben ermöglichen. Ja, ja, und sind schon seit 2012, das heißt 12 Jahren gibt es uns schon und das ist schon auch eine schöne Zeit. Gut etabliert auf jeden Fall. Leider konnten wir unser 10-jähriges Jubiläum in der Corona-Zeit nicht groß feiern. Es wird ein bisschen unter den Tisch gefallen, aber im Kleinen haben wir doch ein bisschen gefeiert und hoffen, dass wir ja diese schwierige Zeit jetzt mit dem Bau doch überstehen, weil ja, es ist ein bisschen schwierig, dass viele Kunden dann nicht so kommen oder Touristen nicht so kommen. Was natürlich sehr schön ist, dass unsere Stammkunden, da hast du recht, so ähnlich ist es bei uns auch, unsere Stammkunden haben auch gleich gesagt, wir bleiben doch euch treu. Also ich muss meinen Kaffee holen, also der Kaffee im Weltland schmeckt am besten oder meine Schokolade. Oder wenn ich ein Geschenk kaufen möchte für irgendjemand, man findet bei uns immer irgendwie was Schönes und was woanders nicht gibt, wo man nicht in jeder Stadt das Gleiche kriegen kann. Ja, also dass die Sachen aus dem Weltladen sind auch nicht wahnsinnig teuer, die haben eine gute Qualität und die sind einmalig fast. Also ja, da
gehen wir gleich nochmal so ein bisschen im Detail drauf ein. Genau. Wir haben ja hier auch schon ein bisschen was auf dem Tisch verteilt und schon beim Stöbern gerade gesehen, was für eine unfassbare Vielfalt ihr ja wirklich auch an Produkten hier beherbergt bei euch, sowohl im Food- als auch im Non-Food-Bereich und mit wie viel Liebe das auch alles ausgewählt wird und dass es verschiedene Thementische gibt, wo dann einfach geschaut wird, was passt irgendwie gut zusammen und ja, da gucken wir gleich mal noch so ein bisschen drauf. Mhm. Last but not least würde ich jetzt erstmal dem einzigen Herrn heute in der Runde das Wort übergeben und freue mich, wenn du dich auch einmal vorstellst. Ja, gerne. Jens-Peter Schulz und ich bin Pastor an der Pfarrkirche, bin 2021 wieder zurückgekommen nach Güstrow, war vorher 8 Jahre auf dem Dorfpastor und freue mich jetzt, dass ich hier wieder eine ganz neue Lebendigkeit erfahre von Kirchgemeinde, von Christsein in der Stadt und das macht mir sehr viel Freude hier, die Arbeit. Du kommst ja aus dem mit Abstand am ältesten Gebäude vom ganzen Markt hier. Ne? Das ist ja wirklich geschichtsträchtig. Das auf jeden Fall. Und ich wohne auch am Markt. Ne? Also Markt 31 ist unser Pfarrhaus. Mhm. Und da kriegen wir natürlich auch das ganze Baugeschehen hier gerade unmittelbar mit. Und auch wenn die Archäologen, die kommen dann auch mal in die Pfarrkirche und haben dann mal irgendwelche Beschläge gefunden von Särgen und vergleichen die mit dem, was wir noch in der Pfarrkirche haben. Das ist schon alles sehr spannend, was da passiert. Ich finde das auch wahnsinnig faszinierend. Wir dürfen ja auch immer mal mit den Kameras dann an die Gruben ran, gerade jetzt, wo die ganzen Felder für die Bäume dann eben auch gebuddelt werden. Und wenn du da einfach dann mal schaust, also es ist ja wirklich Geschichte zum Anfassen. Bis hier vorne vor die Tür war es. Also wir haben hier teilweise wirklich, wo die Archäologen direkt vor der Haustür beschäftigt waren. Mhm. Und ich selbst habe sowas auch noch nie gesehen. Also ich fand es auch faszinierend. Wann kann man das, also gerade auch in der Üppigkeit, also die Archäologen sind ja selber erstaunt, wie viel hier auf der Seite der Kirche alleine jetzt schon gefunden wurde. Es wird ja eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite, ich weiß nicht, ob du da mehr im Thema bist, eigentlich viel, viel mehr noch da erwartet. Ja, ja, da wird auf jeden Fall, also das war bis ins 18. Jahrhundert war das ja noch Friedhof. Ja. Und das ist halt jetzt auch nicht in der Natur der Sache, dass man da noch was findet. Dass man da irgendwie rankommt, genau. Und für unsere Gemeinde ist aber auch so, als wir jetzt in der Winterzeit unsere Gottesdienste im Gemeinderaum hatten, war es schon ein bisschen schwieriger. Da haben sich dann auch zweimal überlegt, ja Mensch, gehe ich da mit dem Rollator noch durch die Baustelle? Aber das sind ja Leute, die kommen trotzdem wieder und sind dann wieder dabei. Ja, es ist so, wie ihr das auch sagt, die Stammkundschaft, die findet die Wege, die wissen genau, wie sie irgendwie dann trotzdem an ihre schönen Blumensträuße oder den leckeren Kaffee kommen. Aber ja, man erlebt das auch immer wieder in der Stadt, dass die Leute sagen, ach ja, ach so, nee, Weltladen, wie komme ich denn da momentan gerade hin, das weiß ich gar nicht so genau. Also wir versuchen ja auch gerade mit diesem Format die Zuschauer so ein bisschen zu ermutigen, jetzt wo das Wetter auch immer schöner wird und wir ja langsam wieder Temperaturen um die 20 Grad haben, einfach mal wieder in die Stadt zu gehen und mal so ein bisschen zu erleben, was so links und rechts irgendwie passiert und sich dann selber auch mal so ein bisschen zu belohnen und schöne Blumen mit nach Hause zu nehmen. Und Seelenfutter. Ja. Immer wieder. Es steht ja jetzt auch einiges an, also jetzt im Mai. Sind wir haben dann einige Sachen schon ab, aber Mai ist jetzt nur Muttertag, aber es geht los mit den Konfirmationen, mit den Jugendweinen, die Hochzeiten, die jetzt die Wochenenden anstehen. Also es wird immer nach wie vor noch fleißig gefeiert und das rundet dann die Geschichte ab mit den Blümchen dazu. Wie ist das bei dir? Ist es vorrangig Auftragsarbeit, mit der du deinen Tag so bestreitest? Das ist im Laufe der Jahre so gewachsen. Mhm. Das ist ein praktisches Geben und Nehmen. Die Kunden finden es gut, sie müssen nicht warten. Ich kann wunderbar planen, was brauche ich an Ware. Natürlich hat man immer noch so ein bisschen extra Material für jemanden, der spontan was kauft. Ja. Aber es ist eigentlich so ganz gut planbar. Und für mich ist die Frische im Vordergrund. Mhm. Deswegen wird man das bei mir nie finden, dass ein Riesenaufbau an Pflanzen sich im Geschäft befindet, wie das in anderen Varianten manchmal so von Leuten bemerkt wird. Ach, bei Ihnen ja anders. Ich sage, naja, ich möchte gerne frisch verkaufen. Und da ich mit Materialien handel, die leben, habe ich nur ein kleines Zeitfenster. Und dieses Zeitfenster ist bei einigen Sachen ganz gering, damit der Kunde noch so lange wie möglich Freude hat. Ja. Und das ist bei den Schnittblumen noch ein Zacken schärfer als bei den Topfpflanzen. Und auch da ist es mir wichtig, dass ich versuche, die möglichst direkt vom Gärtner zu kriegen. Mhm. Das funktioniert mit meinen Lieferanten ganz gut. Im Moment ist das eine Herausforderung mit der Belieferung, weil alles über etwas längere Fußwege vonstatten geht, aber man weiß sich dazu helfen. Ja. Also ich habe mir einen fahrbaren Untersatz besorgt, womit ich die ganzen Geschichten von hinten über den Hof in das Geschäft reintransportiere. Das funktioniert gut. Mhm. Und es ist aber natürlich so, dass das Angebot anders ist,
als wenn man die Bummelkunden noch mit einbezieht. Ja. Weil ich kann einfach nicht eine riesen Auswahl bieten für jemanden, der ganz spontan sagt, oh, ich hätte gern aber jetzt die Auswahl aus 10 verschiedenen Vasen. Weil einfach, es ist von dem Tag, wo es geerntet wird, beginnt der Verfall. Mhm. Das heißt, der Kunde muss so lange wie möglich die Sachen für sein Geld, wofür er bezahlt, auch zu Hause stehen haben. Ja. Und wenn es bei mir 8 Tage im Geschäft steht, bei einer Haltbarkeit von 10 Tagen, bringt es mir natürlich nichts, wenn das nur 2 Tage beim Kunden ist. Das ist auch nicht meine Herausforderung an der Geschichte. Also das ist mir ganz wichtig, dass die Leute ganz lange Freude haben. Und da versuche ich so viel wie möglich zu machen, auf dem Transportweg schon. Das ist ganz wichtig, dass man das mit dem Kunden bespricht. Auch wenn es manchmal, ich stelle ja viele Fragen, was mir aber wichtig ist. Wie lange sind Sie unterwegs? Heute gerade, wir haben 24 Grad. Du kannst nichts eine Stunde ins Auto legen und noch andere Besorgungen machen. Dann hast du einen Karton. Dann hast du keinen Blumenstrauß mehr. Und das sind so Dinge, wo der Kunde manchmal gar nicht so, weil es gar nicht sein Metier ist, nicht drüber nachdenkt. Und deswegen sind einfach meine Fragen in dem Moment so, dass ich sage, Mensch, wie lange? Und dann kann ich halt Plan A, Plan B, Plan C, je nachdem, wie lange der Kunde unterwegs ist damit. Und dann hat man wieder die Gewährleistung, dass es bei dem, der es bekommt oder bei sich selbst, eben so lange Freude macht, wie es eigentlich Freude machen soll. Also nicht nur viel, Blumen, viel leichter, ganz genau. Sondern auch noch den passenden Tipp dann dazu. Absolut. Ist ja auch. Deswegen würde für mich zum Beispiel niemals ein Online-Versand oder sonst irgendwas in Frage kommen, weil einfach mir wichtig ist, auch durch die Fragen, die man an den Kunden stellt, wirklich herauszufinden, für wen ist das, was sind für Vorlieben, ist der mit der Pflege gut zu Fuß oder ist er eher ein bisschen nachlässig, weil der Job anstrengend ist, dann, das sind alles so Sachen, um das Optimale zu finden, damit das ihnen lange Freude macht. Mhm. Man könnte auch sagen, auf den schnellen Euro hier, nehmen Sie mal mit, aber nein, das ist nicht meine Voraussetzung bei der Geschichte. Eben. Ja, Online-Arbeit machen wir auch nicht, weil wir das auch gar nicht schaffen. Ne? Ja. Also das muss man auch leisten können, wenn man online Sachen verkauft. Wir könnten das eigentlich, ne, so bestimmte Dinge anzubieten. Die Zeit einfach. Aber wer soll das leisten? Die Zeit. Ne, das ist einfach nicht möglich. Also wir haben es oft mal angesprochen, weil bei uns ja auch viele also schon etwas älter sind, die auch mehr Zeit haben. Wir würden uns freuen, wenn viel mehr Jüngere kommen würden, aber jüngere Leute haben einfach durch ihre, durch ihren Lebensumstand, dass sie Geld verdienen müssen, Kinder haben, einfach so nicht die Zeit. Ne? Aber, und die Eltern packen das einfach auch gar nicht. Ne? Ja. Deswegen ist es auch schön. Aber wir haben wirklich eine Vielzahl von verschiedenen Angeboten. Ne? Also, wir haben ja gerade bei Jana schon über Transportwege gesprochen und die sind ja bei euch auch nicht so ganz außer Acht zu lassen. Ne? Also aus welchen Ländern kommen so vorrangig eure Produkte, die ihr vertreibt? Also fast aus allen Schwellenländern. Mhm. Wir haben da eine Karte im Laden. Ja, die habe ich vorhin schon einmal begutachtet. Auf dieser Karte stehen fast alle Länder, wo wir unsere Ware beziehen. Mhm. Wir haben natürlich Lieferanten, die da vor Ort die Verträge abschließen und darauf schauen, dass es fair, also unter fairen Bedingungen hergestellt wird. Was bedeutet fair? Also ganz, und ganz grob fair bedeutet, dass man die Ware herstellt, dass da keine Kinderarbeit da ist, dass die Menschen, die dazu gehören, auch medizinische Versorgung bekommen, dass sie faire Löhne bekommen. Natürlich werden nicht die Löhne bezahlt, die bei uns gezahlt werden, aber die werden dem Land entsprechend gezahlt. Und dass die auch Weiterbildungsmöglichkeiten haben, dass zum Beispiel bei den Lebensmitteln keine Gifte mit drin sind und so weiter. Also das ist so grob zu sagen. Also, und das ist wichtig, dass diesen Menschen, die vor Ort praktisch diese Ware herstellt, dass sie auch Freude dran haben. Und das merkt man auch an den Sachen, die wir beziehen. Das sind so schöne Sachen, wenn man jetzt das Fahrrad hier vorne ansieht. Und das ist ja ein, finde ich, urige Dinge. Viele sind auch sogar Recycling-Sachen, die hergestellt werden in verschiedenen Ländern. Ja, wir schicken unseren Müll praktisch dahin und die Kinder sammeln das ein und verkaufen das oder Erwachsene und dann wird das so hergestellt und bei der Herstellung ist auch ganz, ganz viel Liebe und steckt auch viel Arbeit drin. Ja. Und trotzdem sind sie nicht teuer. Also ich finde, die Sachen, die wir verkaufen, sind nicht wahnsinnig teuer. Es steht alles in einem guten Verhältnis. Ist, das also finde ich auch. Zu der Qualität und zu der Geschichte, und das ist fast alles steckt. Handarbeit. Ja. Ne? Es sind keine großen Firmen, die das herstellen, sondern das sind viele, viele Handarbeiten. Ne?
Und was auch wichtig ist, dass da auch Frauen beschäftigt werden, nicht nur Männer. Ja. Ne? Also, dass auch Frauen da ihre Arbeit kriegen und eine Chance bekommen. Mhm. Und das ist uns wichtig. Also deswegen finden wir es schön, wenn viel mehr Leute zu uns in den Laden kommen und die Sachen auch bei uns kaufen. Weil, ja. Weil das ist ja, man kauft dann zweimal. Einmal kauft man, um jemand was zu schenken, und das zweite Mal kauft man etwas, dass mal jemand vor Ort eine Freude gemacht hat. Ja. Und das ist, finde ich, ja auch ein doppeltes Geschenk für mich. Also denke ich mal so. Das ist ein schöner Ansatz. Ja, das finde ich so wichtig, dass da die Leute auch. Und es ist wichtig, dass die Leute, die bei uns auch verkaufen, dass sie auch Freude dran haben. Wir haben einige, die sind auch schon 10 Jahre mit dabei. Dann ist es auch schön. Wir haben fürs Team machen wir auch viele schöne Sachen. Also wir treffen uns auch mal und grillen zusammen, oder Weihnachten gehen wir zusammen essen. Und wir machen monatlich oder alle 2 Monate auch einen Abend, wo wir auch bestimmte Bildungsangebote machen. Mhm. Also dass sie auch informiert werden. Ja, wo kommt zum Beispiel der Kaffee her? Ja. Oder wir haben hier in Güstrower Kaffee, aber in Güstrow wird ja kein Kaffee hergestellt. Ne? Also, aber viele Leute kommen zu uns rein, habt ihr etwas aus Güstrow? Ja, wir haben etwas aus Güstrow. Ja. Unser Güstrower Kaffee, und da haben wir mal überlegt, ob wir dem Kaffee Nicaragua eine Chance geben. Kaffee Nicaragua ist so der erste Kaffee, der auf den Markt kam damals. Vor 50 Jahren gibt es den Fernhandel schon, bundesweit. Im Osten ist er später dazu gekommen. Aber und der Kaffee Nicaragua war damals so bitter, weil die Menschen vor Ort haben den Kaffee ganz anders geröstet als wir. Und dann haben die ersten Leute, die das gekauft haben, den Kaffee gekauft, nur um den Kaffee zu kaufen. Und den haben sie dann weggeschmissen, weil man den nicht trinken konnte. Aber unser Kaffee Nicaragua schmeckt sehr köstlich. Ja. Also der ist sehr lecker. Und da hat ein junger Mann die Idee gehabt, da eine Kooperative zu gründen und den Kaffee dann zu liefern. Mhm. Das fand ich so toll, dass dieser junge Mensch, dass junge Leute darauf achten, dass man auch woanders praktisch Menschen eine Chance gibt. Ja. Und den unterstützen wir, indem wir seinen Kaffee hier auch verkaufen. Und haben praktisch an unser Güstrower Schloss als Cover den schönen Schlossgarten genommen. Genau, das ist der Schlossgarten. Und ja, den hat der Spitze uns gezeichnet oder sehr hergestellt. Schön. Und ja, und da freuen wir uns, dass wir das anbieten können. Ja. Ne? Und wir suchen immer ehrenamtliche Mitarbeiter, die zu uns kommen. Mhm. Ne? Also die bei uns auch gerne auch verkaufen würden wollen. Finde ich gut. Mhm. Und wenn man jetzt nochmal zum Ehrenamt kommt, wir sind auch eine Einrichtung, die freiwilliges ökologische Jahr anbieten. Ja. Also wir haben Jugendliche, die hier ein Jahr bei uns mitarbeiten dürfen. Wir haben jetzt gerade einen Jugendlichen da, der hat sein Gymnasium abgeschlossen und hat gesagt, er braucht ein Jahr noch zum Nachdenken, zu gucken, was er will, und macht bei uns wirklich sich orientieren. Sehr, sehr wertvolle Arbeit. Mhm. Der steht nicht nur im Laden, sondern er macht auch ein bisschen Bildungsarbeit. Der stellt bestimmte Dinge zusammen und so weiter. Wir haben gerade jetzt das Thema Körbe in der Bildungsarbeit gehabt, und jetzt macht er bei den Körben überall ein Zeichen, aus welchem Material kommt dieser Korb. Okay. Ne, ja. Nicht nur aus Weide, sondern es gibt ganz, ganz viel verschiedenes Material, woraus hier die Körbe hergestellt werden. Also schön. Ich glaube, an 15 verschiedene Materialsorten werden die Körbe hier geflochten. Ne? Da kann jeder selber auch kreativ werden. Und alles in Handarbeit. Ne? Das sind keine Fließbandarbeit. Jeder Korb ist anders. Also wenn man den schon mal anschaut, es gibt keinen Korb, der genauso aussieht wie der andere. Das sind alles verschieden. Ja. Das ist eben das Schöne bei. Ne? Mhm. Und das ist einfach wichtig, dass man also auch in diesem Laden versteht, also wo man was kauft, darauf wollen wir auch Acht geben, und warum kaufe ich das? Ja. Also das ist auch wichtig. Ja. Ne? Sehr schön. Finde ich einen tollen Ansatz. Das Also wie gesagt, alle, die vielleicht mal lange, lange Zeit nicht hier waren oder vielleicht auch noch nie hier waren, es lohnt sich definitiv mal herzukommen und mal ein bisschen zu stöbern. Jens-Peter, zu euch kommt man nicht, weil man irgendwas erwerben möchte, sondern weil man die Gemeinschaft sucht und weil man vielleicht auch einfach mal den guten Rat sucht, die Stille.
Warum kommt man noch zu euch? Nee, das hast du schon so ganz richtig gesagt. Gut, viele kommen einfach aus touristischen Zwängen, weil sie die Pfarrkirche, sie haben davon gehört, dass sie einen schönen Altar hat und den wollten sie schon immer mal sehen und jetzt haben sie nur eine Stunde Zeit in Güstrow und dann wird ganz schnell die ganzen Wege abgelaufen und ja, und die kommen natürlich dann gerne noch in die Kirche und ja. Schauen sich das alles an, machen ihre Fotos und sind dann meistens aber auch genauso schnell wieder weg. Mhm. Und die Gemeinde, ja, die hat natürlich auch da natürlich einen anderen Anspruch und ja, trifft sie natürlich jeden Sonntag, um das Wort Gottes zu hören. Und wir haben aber auch einen Männerkreis, der sehr gut läuft. Und als Erika ihm so schön erzählt hat, habe ich überlegt, eigentlich müsste mal jemand in unseren Männerkreis kommen und mal ein paar Produkte vorstellen. Das wäre super. Wir sind bei Erika auch schon einmal im Jahr mit den Konfirmanden immer und haben dann auch hier genießen eure Bildungsarbeit, wenn es um das Thema Schöpfung geht. Und genau, und dann machen wir auch noch das Frauenfrühstück oder das Bibelfrühstück heißt es eigentlich. Ja. Und dann bekommen natürlich auch Männer, wo wir so ganz gemütlich zusammensitzen. Da gibt es das, was draufsteht, ist auch drin. Es gibt einen Bibelvers oder eine Bibelstelle und dann gibt es Frühstück und dann reden wir darüber. Sehr gut. Genau. Mhm. Ja. Und wir haben uns auch noch ein paar Sachen ausgedacht, jetzt um nochmal so ein bisschen Familien besonders in den Blick zu nehmen, Kinder und Jugendliche, und wollen auf jeden Fall nochmal eine Lego-Nacht machen am 31.05. Was kann ich mir darunter vorstellen? Auch genau das, was da drauf steht, ist drin, dass wir uns eine Nacht einschließen in die Pfarrkirche. Ja. Und dann Lego bauen. Eine 18 Quadratmeter große Stadt werden wir aufbauen. 18 Quadratmeter? Ja. Wow. Ja, das ist also. Das sind ein paar Steine. Das ist ja wirklich viel und da haben wir auch viel zu tun. Und dann gibt es immer Pausen, wo wir dann ein bisschen die Kirche erkunden. Ja. Mal mit den Stirnlampen in den Tunnel, den es da gibt. Ja. Und mal ins Gewölbe und so. Das habe ich mir schon ausgedacht. Da habe ich auch selber sehr viel Lust drauf. Das glaube ich, genau. Ja. Und das ist ja mal nicht nachts im Museum. Genau, ne? Genau. Das ist ja auch so ein Traum irgendwie von ganz vielen. Ja. Einfach mal irgendwo eingeschlossen zu werden. Genau, und dann können wir da auch für uns sein und machen dann noch eine Andacht abends mit vielen Kerzen und singen. Und die sich denn jetzt nicht trauen, in der Kirche zu übernachten, die schlafen dann eben im Gemeinderaum. Das ist auch kein Problem. Ja, und das geht dann noch bis zum nächsten Tag, erst der 6. Kindertag, ja. Da 13 Uhr, dann machen wir Schluss. Und am Sonntag danach, der 2.6., da wollen wir dann Familiengottesdienst feiern, um diese Stadt rum. Und süß. Dann wird es, ja, werden alle Kinder nochmal gewürdigt, die da mitgemacht haben. Das ist so. Finde ich eine schöne Idee. Da werden wir garantiert auch vorbeischauen und uns das nicht entgehen lassen, wenn ihr da fleißig die Stadt aufbaut. Und ihr habt noch einen ganz anderen, ganz besonderen Termin, der im Sommer ansteht, der in Zusammenarbeit mit Pastor Höser, mit der Domgemeinde organisiert wird. Ja. Was kannst du uns dazu erzählen? Genau, das ist das Wochenende vor dem Johannistag. Johannistag ist der 24.6. und dann haben wir erstmal am 22.6. feiern wir unser Johannesfest in Suco an der Kirche. Weil natürlich, wo kann man ein kleines Feuerchen machen? In Suco geht das. 15 Uhr Johannesfest für Groß und Klein am 22.6. Und am 23.6. da ist dann das Tauffest am Inselsee. Ja. Und es hängt jetzt noch davon ab, wie viel sich auch aus unserer Gemeinde noch entschließen, sich da taufen zu lassen. Also, Leute, die in unserem Einzugsbereich wohnen. Zwei Taufanmeldungen habe ich schon dafür. Und ich habe gesagt, naja, wenn es vier werden, dann steige ich auch mit dem Talar ins Wasser und taufe auch. Das ist doch mal ein Ansporn. Mhm. Ja. Ja. Das ist das erste Mal in der Form in Güstrow dann auch so? Ich denke schon, ja. Mhm. Das hat es, glaube ich, noch vorher noch nicht gegeben. Nein, gibt es schon, also gab es schon, aber in Güstrow habe ich es auch noch nicht gehört. Ne? Das ist so eine schöne Sache, ne? Das schön, wenn man was anderes macht. Mhm. Ja, genau. Und Erika, bei euch steht im Mai noch ein besonderer Termin an. Ja, genau. Also alle Weltläden bundesweit sind vernetzt mit untereinander. Und es gibt ein vom Dachverband, wir haben so einen Dachverband, der Weltladen e.V. Und da gibt es den Weltladentag. Und der ist immer dieses Jahr am 10. Mai. Ja. Und da gibt es immer ein Thema.
Und dieses Jahr ist das Thema, helft mir mal, Klimawandel. Ja, ja, das habe ich einen kleinen Hänger gehabt. Also das Thema Klimawandel, und wir wollen unser Schaufenster zum Thema Klimawandel dekorieren. Und die, um die Leute aufmerksam zu machen, ja, was passiert mit unserem Klima? Wenn ich so überlege, wir haben gerade vorhin miteinander erzählt, wir haben April und haben 24 Grad. Also, der Garten sieht aus wie Mitte Mai. Genau, also da kann kein Mensch mehr sagen, dass der Klimawandel uns nicht auch schon erreicht hat. Das fühlt sich auch nicht richtig an, finde ich, auch wenn die Leute mal alle toll finden, oh, es ist warm. Aber wenn man so mal in sich hört und dann irgendwie das Gefühl hat, das Jahr rauscht an einem vorbei, weil es irgendwie plopp macht und es ist alles aufgeblüht, das ist ganz schlimm. Also ich finde es nicht schön. Und uns geht es ja dabei noch gut, ganzen, ne? Aber es gibt ja die Menschen im Süden, im globalen Süden, die haben es schon viel, viel länger mit dem Klimawandel zu tun. Ja. Also diese Trockenheit ist da schon viel, viel länger. Kinder verhungern, Überschwemmungen und was weiß ich alles. Das ist schon sehr schlimm. Und da wollen wir jetzt am 10. Mai auch ein Schaufenster dekorieren. Und da haben uns schon vor Jahren mal Leute auch gesagt, wenn ihr das Schaufenster dekoriert habt, so komisch, hört ihr auf? Nein, wir hören nicht auf. Wir wollen auch im Schaufenster auf uns und überhaupt auf unsere Ziele aufmerksam machen. Aber wenn man darauf angesprochen wird, dann ist es ja eigentlich ist der richtige Weg. Dann hat man es bemerkt. Dann hat man es aufgemerkt. Und da wollen wir auch noch. Und dann haben wir im Juni, wir sind auch eine faire Stadt. Und der Weltladen hat da damals auch die Initiative ergriffen. Und damit unsere Stadt auch eine faire Stadt wurde. Und wir wollen ein faires Frühstück machen im Juni, 15. Juni. Und zum fairen Frühstück bieten wir halt praktisch solche Schalen an, wo drin man essen kann und trinken kann, was man nicht wegschmeißen muss, oder diese Röhrchen, also Plastik, wir wollen ja plastikfrei auch was machen, also diese aus Bambus, die sogar mit solchen, wo ist das normal, eine Bürste auch nicht dabei ist. Eine Bürste drin. Ja, auch so eine Bürste ist das weiß, das muss man auch nicht wegschmeißen, sondern kann man dann auch nachher anschließend reinigen und wieder verbrauchen. Also das finde ich ja ganz toll. Mhm. Ja, das machen die Leute im globalen Süden für uns. Das finde ich auch schön. Ja, und da freuen wir uns, wenn Leute sich interessieren und da auch was mitmachen und vielleicht für sich auch erwerben. Und da hoffe ich, dass auch beim fairen Frühstück ganz viele Leute kommen und sich da auch informieren und mitmachen. Mhm. Also 15.06. Du bringst die Blümchen mit. Du suchst uns noch einen schönen Bibelvers aus. Genau. Ihr bringt das Geschirr und dann hoffen wir, dass Sie zu Hause vielleicht noch die ein oder andere Leckerei mit dabei steuern und wir uns dann alle zu einem fairen Frühstück treffen. Ich finde die Idee total schön. Ich bedanke mich bei euch. 13.06. 13.07. Ich habe mich vertan. 13.07. Ja, am 13. Juli ist es. Und wir wollen sogar ganz viele Urlauber auch mit ansprechen lassen. Ja. Der Ort ist noch nicht so ganz sicher, aber wir sind dabei. Aufzubauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Wir werden die Steuerungsgruppe der Stadt ist noch dabei, alles zu planen. Sehr schön. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr heute hergekommen seid, dass wir bei euch sein durften und uns hier ein bisschen umgeschaut haben. Ich habe wieder gemerkt, ich habe wahnsinnig viel über die Stadt gelernt und freue mich jedes Mal selber auch einfach mit euch ins Gespräch zu kommen und so ein bisschen hinter die Kulissen und hinter die Fassaden unserer Stadt zu schauen. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Ausgabe. Und wir gehen jetzt in den zweiten Teil des Innenstadtmagazins, in die aktuellen Baufortschritte der Marktsanierung. Seien Sie gespannt, was da aktuell passiert. Ja, liebe Zuschauer, jetzt sind wir wieder auf dem Markt an der Baustelle angekommen und wollen mal schauen, wie so der aktuelle Stand ist, was gerade gemacht wird, woran gearbeitet wird und woran dann vielleicht auch in den nächsten Wochen gearbeitet wird. Herr Brüß, geben Sie mal so einen kurzen Eindruck, was passiert gerade auf der Baustelle? Also wir haben ja schon immer monatlich einmal berichtet und wenn man das einmal die Baustelle begeht, dann stellt man fest, es wird immer mehr Fläche in Anspruch genommen, auf der gebaut wird. Ne? Und der Umfang ist natürlich auch wirklich so, in allen Medien sind Tätigkeiten zurzeit am Laufen. Ne? Wir bewegen uns jetzt auch mittlerweile so langsam rein, die Verkehrsanlagen auch beginnend ausführen zu wollen. Also der Unterbau dafür wird hergestellt. Das konzentriert sich auf die Südseite. Mhm. Und genauso geht aber jetzt auch, ich sag mal, das los an Baugeschehen, was wir vom
zeitlichen her uns auch schon früher vorgestellt hatten. Also es wird mit der Verlegung der Stromkabel auf der Nordseite dann auch vom Westen her dann beginnend losgehen in Richtung Pfarrkirche, wo wir ja das Trafo dann in dem Objekt drin haben. Ne, also der Umfang der Leistungen, gerade was die Versorgungsmedien betrifft, da konzentriert sich jetzt sehr viel. Ne? Und ich habe mir heute einfach mal zur Unterstützung den Polier mitgebracht. Das ist der Jan gerade. Ne, und ich denke mal, der Jan ist da noch ein bisschen aussagefähiger als ich in den Details und kann auch zum Ausblick, denke ich mal, ganz gut mal ein paar Worte sagen. Also meinerseits vielleicht noch so, ich bin sehr froh, dass wir jetzt mittlerweile auch, wir sind mitten im April jetzt, das Wetter hält sich, dass wir einen derartigen Baufortschritt auch von der Fläche jetzt erreicht haben. Es ist schmerzhaft für die Anlieger, ganz klar, keine Frage, weil die Einschränkungen nehmen zu. Die Bereiche, die noch nutzbar sind, sind klein. Aber man kann es nur gemeinsam schaffen. Und wenn wir so eine Aktivitäten im Baulichen entwickeln können wie gegenwärtig, dann kommen wir auch vorwärts. Ne? Stichwort vorwärts. Wir können ja einfach mal ein Stückchen die Baustelle runtergehen und berichte doch mal, woran arbeitet ihr jetzt ganz aktuell? Was sind vielleicht auch ein paar Herausforderungen, vor denen ihr steht? Na, derzeit sind wir aktuell bei der Gasumbindung und Wasserumbindung für die Hausanschlüsse. Ja. Entpuppt sich als ein bisschen schwierig, da viele Leitungen sehr alt sind und man es im Vorfeld eigentlich nicht gewusst hat. Wird sie jetzt komplett neu saniert oder können sie nur umgebunden werden. Also da stehen wir gerade vor zwei Häusern, die ein bisschen aufhalten. Aber sonst sind wir da guter Dinge, dass das alles rechtzeitig fertig wird. Das betrifft jetzt Gas und Wasser. Und den Bereich jetzt vorne, wo wir jetzt hinbewegen, sind wir gerade am Straßenbau tätig. Wir machen die Frostschutzschichten und die Tragschichten für das Pflastern sind wir bei zu profilieren. Und müssen wir mal gucken. Läuft derzeit ganz gut. Wir haben jetzt gerade über die beiden Gebäude hier hinter uns gesprochen. Um dem Zuschauer mal so ein bisschen zu erklären, dass es ja eigentlich nicht nur um die Fläche vor den Gebäuden, sondern auch in die Gebäude quasi reingeht mit den Anschlüssen. Wie komplex ist das Ganze und was muss eigentlich von Haus zu Haus da passieren? Na, letztendlich ist es so, man hat eine neue Gasleitung, die mit PP gelegt wird und die alten Leitungen bestehen aus Stahl und das möchte der Versorger halt nicht mehr. Und das Problem ist eben so, bis ins Haus sind Stahlleitungen drin und müssen halt dann auch ersetzt werden durch eine PE-Leitung. Und die Kollegen sind gerade vor Ort und schweißen die um. Wenn man da mal hinguckt, dann sieht man das so ein bisschen. Ja. Und das ist gerade das Problem. Das ist punktuell immer ein Kabelgramm aufzumachen, um die Gasleitung dann auch so zu verbinden, wie es der Auftraggeber wünscht. Kann man denn schon grob jetzt irgendwie in eine Zeit fassen, wann das Ganze hier wieder tatsächlich nach Straße aussieht? Oder ist das aktuell noch zu früh, als da irgendwie schon Ausblick geben zu können? Na, ich denke schon, dass man das so als Ausblick geben kann. Wir haben ja einen veränderten Bauzeitenplan mittlerweile. Ziel war ja mal, dass wir im August hier schon wieder was nutzen könnten. Das wird natürlich nicht funktionieren. Gegenwärtig stellen wir zeitlich darauf ab, dass das im Oktober sein wird, so Ende Oktober. Ne, interessant vielleicht für diese Seite ist, am nächsten Mittwoch wird sie endlich geliefert, die Toilette, die lang erwartete. Ne, das gab ja auch da wieder ein bisschen Lieferschwierigkeiten von Seiten des Herstellers. Aber für nächsten Mittwoch ist jetzt alles vorbereitet. Da gibt es hier dann Schwerlasttransporte. Wir müssen die Gliwiner Straße sperren. Wir brauchen ein bisschen Unterstützung von der Polizei, weil wir ja die Einbahnstraße nicht nur hoch, sondern auch wieder runter müssen. Das ist alles schon geregelt. Das wird passieren. Und dann werden die insgesamt zwei Elemente der Toilette angeliefert und aufgestellt. Damit sind sie noch nicht nutzbar. Die Nutzbarkeit werden wir aber auch noch in diesem Jahr, das haben wir so schon abgestimmt, die werden wir in diesem Jahr noch herrichten. Das heißt, es wird dann schon die Versorgung, wenn auch im letzten Abschnitt nachher interimsweise, aber aus diesem Baufeld heraus wird alles schon verlegt, was wir benötigen für die Versorgung der Toilette. Und dann ist es eben wirklich schwerpunktmäßig so, dass wir in dem Abschnitt hier die Verkehrsanlagen herstellen werden. Der letzte Standort für den Baum ist, glaube ich, ist der fertig? Oder? Der ist derzeit gerade in Fertigstellung. Genau, ja. Wir haben den letzten Baumstandort in Fertigstellung und dann wird von der Kirche weg, werden die Verkehrsanlagen beginnend hergestellt. Das ist zurzeit die Zielsetzung, dass das natürlich von der Fläche nachher auch ein großer Zeitraum sein wird, den es bedarf. Das ist ganz klar. Ne? Aber wie gesagt, wir sind optimistisch, dass wir bis Ende Oktober hier dann wieder den Bus fahren lassen können. Ne? Und die Haltestelle fertig ist und so weiter. Ja, das klingt doch schon mal sehr, sehr gut. Wir sehen uns ja sowieso in regelmäßigen Abständen, werden dann sicherlich auch bei der
Stellung des Toilettenhäuschens dann auch mit dabei sein und das dann für die Zuschauer auch mit aufnehmen und sind gespannt, drücken die Daumen. Aktuell sieht es ja so aus, als wenn wir jetzt das schlechte Wetter endlich so gut wie hinter uns gelassen haben und der Frühling jetzt dann eingeläutet wird und die warmen Temperaturen dann auch wieder noch ein bisschen mehr Spaß wahrscheinlich auch mit auf die Baustelle bringen. In diesem Sinne, vielen lieben Dank für den heutigen Einblick und wir sehen uns in 4 Wochen an selber Stelle dann wieder. Dankeschön. Gerne.